Hey und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. In diesem Vlog möchte ich über ein Thema reden, was ich bereits schon mal aufgegriffen habe. Allerdings möchte ich da noch was hinzufügen. Und zwar geht es um das Thema Emotionen, Emotionen wahrnehmen. Sowohl die eigenen Emotionen wahrnehmen, als auch die Emotionen von anderen Menschen wahrnehmen. Vor allem beim Gesicht, bei den Augen. Und genau, fangen wir einfach mal an. Also ich bin jemand, der hat Probleme, seine eigenen Emotionen richtig zu deuten. Das heißt, Gefühle, die ich empfinde, kann ich leider nicht richtig wahrnehmen. Sorry für die Unterbrechung, aber über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Denn nur so kann ich Reichweite generieren und nur so werde ich unterstützt. Das ist alles kostenlos, das kostet euch überhaupt nichts. Also bitte führt die Schritte durch, die ich euch zeige. Also das heißt nicht, dass ich keine Emotionen empfinde, sondern dass ich sie einfach nicht benennen kann. Das geht insoweit, dass ich ja viele Emotionen einfach nicht richtig wahrnehmen kann. Da muss schon etwas passieren, also die Emotion muss intensiver sein, damit ich sie richtig wahrnehmen kann, also auch benennen kann. Wenn das nämlich nicht passiert, dann ja, fühlt es sich so an, als wäre ich emotionslos, was ich nicht bin, da bin ich mir sehr sicher. Genau. Das ist aber auch nicht nur bei mir so, also dass ich meine Emotionen nicht wahrnehmen kann. Ich kann auch generell Emotionen von anderen Menschen schlecht deuten, vor allem in der Mimik, also im Gesicht, wenn jemand lächelt. Ja, da weiß ich halt nicht, was fühlt diese Person gerade. Ist er jetzt glücklich oder meint er das also ironisch? Ne? Also es gibt ja auch einfache Emotionen, aber auch unterschwellige Emotionen, die ein bisschen komplexer sind. Und genau die kann ich halt ja weder wahrnehmen noch verstehen. Ich habe auch gehört, dass Nicht-Autisten in der Lage sein sollen, das relativ schnell und zügig zu machen, also ohne nachzudenken. Was mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerfällt zu glauben, weil ich kann mich da ehrlich gesagt nicht hineinversetzen. Dann gibt es noch eine andere Methode, Gefühle, also Emotionen wahrzunehmen, und zwar bei den Augen. Die Augen sollen angeblich aussagen, welche Emotionen ein Mensch fühlen soll. Stellt euch das mal vor. Also es gibt, alle nicht-autistischen Menschen sollen in der Lage sein, in den Augen bereits Emotionen wahrzunehmen. Sei es Freude, sei es Trauer, sei es Hass, sei es belustigt sein, sei es ja, Sarkasmus, sei es Zorn. Es gibt so viele Emotionen und die soll man in den Augen bereits wahrnehmen. Ich kann mir das am besten Willen nicht vorstellen, weil vor allem es scheint mir einfach unmöglich, also in der Lage zu sein, Emotionen in den Augen wahrzunehmen. Das ist schon eine Sache, das kommt einer übermenschlichen Gabe gleich für mich. Ich meine, schaut euch mal meine Augen an. Könnt ihr irgendwelche Emotionen wahrnehmen? Wenn ich jetzt so mache oder so mache oder so mache, wenn ich jetzt lächle, aber ihr nur meine Augen sieht, seht ihr dann da irgendwelche Emotionen? Oder so? Oder so? Also, vor allem sollen nicht-autistische Menschen in der Lage sein, auch ohne nachzudenken, ja, da Gefühle, Emotionen wahrnehmen. Nur bei den Augen. Es hört sich halt unglaublich an. Ich kann mir das so am besten Willen nicht vorstellen.
Es gibt sogar einen Test für autistische Menschen. Den Namen des Testes habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Allerdings geht es darum, dass man bestimmte Bilder von Augen sieht und jedes Bild von den Augen jeweils 4 bestimmte Emotionswörter enthalten und man soll das Richtige auswählen. Nicht autistische Menschen bestehen den Test immer, jedes Mal. Aber autistische Menschen, egal wie sehr sie sich anstrengen, es gibt auch autistische Menschen, die begabt sind. Die können natürlich weiterkommen im Test, aber bestehen können sie den auch nicht. Und also der Unterschied zwischen autistischen Menschen und nicht autistischen Menschen ist, dass autistische Menschen überlegen müssen, welche Emotion gerade da abgebildet wird. Und bei autistischen Menschen ist es so, dass das schon bereits im Gehirn, also neurologisch, automatisch bereits erfasst wird. Stellt euch das mal vor. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Genau. Ich werde auch im Anschluss gleich nochmal 1-2 Testaufgaben euch mal zeigen. Ihr könnt euch selber mal testen. Vielleicht ist unter euch ja auch jemand Autistisches dabei. Man weiß es ja nie. Ich habe den Test schon durchgeführt und das mehrere Male und ich habe jedes Mal nicht bestanden. Man hat für jede Aufgabe soll man innerhalb 5 Sekunden die Emotion richtig deuten. Und das sind mehrere Bilder, also ich glaube 10, 20 Bilder. Und wenn man alles richtig hat, dann ist man halt nicht autistisch. Aber wenn man weniger als die Hälfte richtig hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man halt autistisch ist. Auch wenn man 17 von 20 Bildern geschafft hat, kann die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass man autistisch ist. Also man ist nur dann nicht autistisch, wenn man halt die Aufgaben problemlos gelöst hat, ohne Fehler. Und genau, schaut euch das einfach mal an. Ich gebe euch jetzt ein paar Sekündchen Zeit, damit ihr einfach mal die Aufgaben euch mal ansehen könnt und auch lösen könnt. Schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen ist. Ist es euch leicht gefallen? Hattet ihr Schwierigkeiten? Müsstet ihr nachdenken, genau wie ich? Was besonders wichtig ist zu sagen, dass nicht autistische Menschen gar nicht die 4 Wörter brauchen, um zu sehen, welche Emotionen die Augen abbilden. Autistische Menschen hingegen schon. Jedenfalls ist es mir bei mir aufgefallen. Ohne die Wörter hätte ich erst gar keine Antwort machen können. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein. Ich wollte nur mal einen kleinen Nachtrag machen bezüglich den Augentest. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir einen Daumen hoch geben, mich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst und generell immer up to date seid. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Adios.